bin hier im AKW, Hauskulturen der Welt, auch Schwangere Auster, Berlins genannt. Wir haben jetzt den Festivalalltag eigentlich so ein bisschen verinnerlicht, denn wir haben schon einige Filme geguckt, unter anderem Weirdos, Emo the Musical, 14+, und K+, Up in the Sky und Amelie Rent. Und in dem nachfolgenden Artikel wollen wir euch Filmkritiken dieser Filme bringen, was zu den Filmen generell, wir haben Filmemacher abgegriffen, und dann wollen wir natürlich noch so ein bisschen Deep Talk untereinander führen, wie wir dann die Filme fanden und wie wir die Themenauswahl fanden und so weiter und so fort. Und das alles findet ihr jetzt in diesem Artikel. Emo the Musical. Ethan, ein depressiv-sensibler Emo, spielt in einer Schülerband düsteren Rock. Trinity singt sanfte Lieder in einer christlichen Jugendgruppe. Zusammen kann es zwischen ihnen nicht funktionieren, dennoch hat es zwischen ihnen gefunkt. Diese Verbindung bewegt einiges in ihrer Schule. Ich würde dem Film 4,5 Bären geben. Einen Bären für die coolen Songtexte, den zweiten Bären für die coole Story, die mal was ganz anderes war. Den dritten Bären würde ich dafür geben, wie gut der Film mit relativ ernsten Themen wie Homosexualität oder einfach Rollenklischees umgegangen ist. Den vierten Bär würde ich dafür geben, dass man so eine Story, so eine relativ ungewöhnliche Story in ein Musical verpackt hat. Und den 0,5 Stern einfach, weil es ein cooler Film war. Ich stehe mit Jordan und Benson und die haben in dem Film The Emo the Musical mitgespielt. Hello, nice to meet you. And you look really different today. I don't have any eyeliner on. I didn't have time, but no, I'm just kidding. Your hair looks not as black as it did in the movie. No, it was a long plane ride over and it all just kind of dripped out. I'm naturally a ginger. Yeah. Oh, okay, just disappeared, right? Okay. So, what is it like to act an emo? Or you're not actually an emo, are you? I'm not actually an emo. And it's good. It's it was fun. It's a fun movie. So I had a great time doing it. I mean, although like thematically being an emo is kind of dark and heavy, and sometimes in the movie we go there. Overall, I mean, it's a satirical musical movie comedy, so it was fun. Cool, and what is it like to date an emo? Oh, it's great fun, yeah. It was funny to have that experience, because these two characters are just so different, and it was really interesting to kind of explore what would happen if you had a situation like that. Yeah, it was cool thinking about the differences between us and the way we'd both respond to things and our dynamic, basically. It was really interesting. That's really cool. And do you like singing in your private time, or you don't? I do. I love it. Yeah, it's something that I've always loved. I was so excited to get to sing in this movie. What about you? I like singing along to songs, because then it makes me feel like I'm better than I am. But then when I listen to a recording, I'm like, I cringe the whole time. So yes, if there's someone to help me. Do you think you could sing something for us? Ooh, no. Very cool. Yeah, no, don't do that then. So, was it your first movie you acted in, or was it? For me, it was. It was my first role at all. It was my first time filming anything, so it was scary. I had to learn what it was like on a film set. I had to learn how to be a lead character, everything at once, and so it was challenging for me at first. Ich stehe hier mit Neil, und Neil ist der Writer-Director von dem Musical The Emo. Hello, Neil. Hello, Clara. How are you today? I'm very well. We just had our screening and we're feeling very happy. That's good. So you're the Writer-Director. So what do you have to do for the movie? So my job with this movie was to come up with the idea to begin with. And then once I had an idea, I had to sit down and script it. Prove to people it was a good idea. So I spent a couple of years writing a script. There was a 90-page script. And after that, as a director, I had to cast the actors, I had to work out the locations, I had to assemble a crew, and then I had to direct it, which is like telling the actors how to act, deciding what the shots were. Yeah. Okay, so Emo the Musical was actually a short movie, that's right? Yes. And how did you get up with the idea to make it into a long-term movie?
We never intended for the short film to be a longer film, but part of the reason was we came to Berlin and the short film was so well received. A lot of people liked it, but they also liked the characters. So I think because the characters were strong, we thought we could probably... We wanted to hang out with them for longer. So we thought if we wanted to hang out with them longer, we hoped other people would as well. So we thought there were legs for a longer version, just based on the characters. So where did you get your inspiration from making a musical? The idea for this movie was to trap an emo inside a musical and kind of see what would happen. There was something quite funny about that. But at the same time, that's a little bit of a cheap gag. So to begin with, we never intended to write it longer than that, but then it grew. Thank you. Als ich gerade aus meinem Interview gekommen bin mit den zwei Hauptdarstellern, hat mir noch schnell geflüstert, dass das kalte Wetter in Berlin sehr gerne hat, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber ich habe sehr viel gelernt in diesen Interviews, unter anderem, dass aus Kurzfilmen auch wieder Langfilme werden können, was ich nicht gedacht hätte, weil Kurzfilm ist Kurzfilm und Langfilm ist Langfilm, meiner Meinung nach. Aber das wurde uns heute bewiesen, dass das nicht so ist. Und ich wusste auch nicht, dass die Hauptdarstellerin es gerne hat, Emos zu daten, aber jetzt weiß ich's. Okay, und wie fanden Sie den Film so allgemein? Würden Sie ihn als guten Film bezeichnen? Ich bin total begeistert. Das ist mein erster Film, den ich jetzt sehe. Und ich fand die Musik total toll. Und ich würde ihn empfehlen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ins Kino kommt und würde auch dann da reingehen. Und er hat mir so gut gefallen, weil ich die Schauspieler toll fand und ich fand ihn von der Dramaturgie so toll, weil er sehr emotional war und das ganze Leben eigentlich zeigt das Up and Down und es hatte einfach eine schöne Lösung. Ja, ich bin hier mit Martina und Sie haben sich gerade auch den Film angeguckt. Wie fanden Sie ihn denn allgemein erstmal? Ich fand den Film super nett, ich fand ihn sehr cool. Die Musik war super, der Inhalt war witzig und mit ein bisschen Tiefgang. Ja, wie fanden Sie das denn, dass es ein relativ ernstes Thema doch eigentlich als Komödie verfasst wurde? Ich finde, gerade für Jugendliche ist das Thema super gut verpackt und die Message kommt super rüber. Und wie empfanden Sie das, dass es als Musical ist und nicht als normaler Film, wo ganz normal erzählt wird? Ich glaube, dass gerade darüber die Jugendlichen super zu erreichen sind, gerade auch durch die unterschiedlichen Musiktypen, die da so ein bisschen reingespielt haben. Dieses super traditionelle und dieses bisschen rockige fand ich super, super nett. Hatten Sie denn vielleicht schon mal selbst so Kontakt zu Menschen, die vielleicht so ähnlich waren, die vielleicht auch ein Emo waren oder so ähnlich? Also man kennt die ja so ein bisschen aus der Stadt. Also näheren Kontakt habe ich zu der Gruppe leider nicht. Was heißt leider? Habe ich nicht, nein. Ja, das haben die Besucher dazu gesagt. Ich fand, der grobe Eindruck war eigentlich ziemlich gut von den Besuchern. Wie fandest du das so? Wie fandest du die Thematik Emo? Für mich jetzt gesehen, weil es waren hauptsächlich etwas ältere als ich, war das Thema Emo extrem interessant. Also ich habe ja gestern auch schon einen Film geguckt und im Gegensatz zu dem war das eigentlich schon ziemlich mein Thema. Und ich fand den Film ziemlich interessant und stimme vor allem den Zuschauermeinungen zu. Auf jeden Fall. Also die Zuschauer haben ja im Großen und Ganzen gesagt, dass gerade auch das Musical das sehr hervorgebracht hat mit der Musik, auch den dramatischen oder naja, fast ja auch interessanten Themen, die der Film angesprochen hat, mit Humor zu verbinden, fanden eigentlich alle sehr interessant. Ich persönlich auch. Du auch, oder? Ja, ich kann dir auch nur zustimmen. Gut, also im Allgemeinen können wir eigentlich nur sagen, dass der Film ziemlich gut war und auf jeden Fall ein sehr positives Beispiel für die Berlinale war. Möchtest du noch abschließende Worte dazu fügen? Wir sehen uns dann beim nächsten Film. Tschüss.